Ja, ich habe ein wenig gescoutet. Ich habe gleich zwei Piratenlager gefunden. Wobei, das sind nicht wirklich Piratenlager, das sind sogenannte Freihäfen. Die hier gehören sogar zu Hatikva. Das sind die Leutchen, die hier das Tor zu den Xenon bewachen. Ist verlockend gewesen bis vor 10 Sekunden. Weil es ist Sonnenlicht da, Eiserz, Invidium, Silizium und halt auch schon mehrere Stationen, an die ich dann Sachen verkaufen könnte. Und ich kann ja vor allem auch illegale Sachen verkaufen. Dann bin ich aber rübergesprungen. Hier ist noch eine Piratenstation, also eine Freihafengeschichte. Wobei hier steht. Oh. Okay. Habe ich noch Hülle? Das ist sehr schön, Boso. Ich habe noch Hülle, okay. Ja, da steht sogar richtig Piratenbasis bei. Da steht nicht Freihafen oder noch irgendein Euphemismus. Ja. Das ist schon mal ein wenig mehr. Und dann bin ich weiter rumgeflogen. Und da hinten ist eine Ka'ak-Infestition. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die sich jetzt gegenseitig behaken. Weil die Ka'ak bekämpfen eigentlich alles. Denen sind Piraten ziemlich egal. Das sind einfach nur andere Aliens, die sie töten wollen. Ja, es wären auch alles Ziele, ne? Ich denke, Piraten sind ganz gut machbar. Besser als irgendwie in Xenon-Gebiete vorzudringen. Und wir hätten ja noch Expansionsraum, ne? Also wir könnten hier das für uns nehmen, wenn wir unsere Basis dahin stellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum die das Gebiet nicht geclaimed haben. Aber es steht hier. Besitzer keiner. Das heißt, wir würden es dann claimen. Und wenn es dann einigermaßen sicher ist, also auch mit Patrouillenschiffen und so weiter, dann könnten wir hierhin expandieren. Dann hätten wir zwei Gebiete. Und da ist ebenfalls Sonnenlicht, Erz, Silizium und auch noch Rohschrott. Das haben wir im anderen Gebiet nicht. Und allgemein haben wir das in wenig Gebieten, also direkt Schrott zum so abbauen. Ja, ich glaube, hier gehe ich hin. Wir haben innerhalb von drei Sprüngen 1, 2, 3 Argon Prime, 1, 2, 3 18 Milliarden. Hier geht es anscheinend auch durch. Ja, das hier ist auch ein Stillerzeuger 1, ist auch ein sehr guter Umschlagplatz für Waren. Wir sind direkt am Highway quasi dran. Ich denke, wir sind ab sofort ein Stillerzeuger. Müssen wir jetzt nur mit Boso noch klären. Außerdem habe ich noch ein paar mehr Harvester geholt. Also 10 Miner hatten wir ja schon letzte Folge. Bin jetzt ja gerade bei, die Harvester ebenfalls auf 10 zu bringen, dass wir so Einkommen haben. Aber es ist nicht irgendwie exponentielles Wachstum, wie es eigentlich sein sollte. Es ist ein ganz langsames Wachsen. Also es wird schon schneller mehr, aber halt nicht quadratisch, sondern ja. Trotzdem ist es nett. Aber es ist halt nicht so, dass wir jetzt alle 5 Minuten Katana rausrotzen könnten oder jede Stunde einen Zerstörer. In die Richtung schiele ich dann schon eher, überhaupt mal einen Zerstörer zu haben, damit wir sagen können, okay, wir greifen sowas da an. Ich denke, da brauchen wir mindestens einen Zerstörer. Ich habe keine Ahnung. Ja. Nein, ich habe meinen Katana-Schwadron da positioniert, wo wir uns für den Argon-Krieg gegen die Xenon anmelden Erreiche können. System. Adäquate Entscheidung. Da wollte ich euch dabei haben, nur für den Fall, dass die Person irgendwas Neues, Interessantes sagt. Und danach springen wir dann zu Boso und gucken, ob wir einfach so per Schnipp uns teleportieren können oder ob er jetzt nochmal Hunderttausende von Ressourcen haben will. Ich glaube, das ist es nämlich eher, was am Ende bei passieren wird. Ja, schauen wir mal. Wir sollten mit ihr reden. Kriegskoordinator Viv Kesven. Pilotin. Ich bin hier, um beim Kampf gegen die Xenon zu helfen. Erfreut, Sie kennenzulernen. Meine Aufgabe besteht darin, unsere Bemühungen gegen die Xenon zu koordinieren. Aufgrund der Bedrohung, die Sie darstellen, können wir jede Hilfe gebrauchen. Dass Sie hier sind, bedeutet, dass Sie als wahrer Freund der Argonischen Föderation angesehen werden. Es gibt einen großen Bedarf an Piloten, wie Sie einer sind. Die Xenon waren schon immer eine unserer größten Bedrohungen. Viele sehen in ihnen eine Naturgewalt, etwas, das wir überstehen und überleben müssen. In Wahrheit bedeutet ihre Existenz jedoch Krieg.
Wir können nicht einfach jeden vorbeifliegenden Piloten auf den Feind jagen. Jeder potenzielle Rekrut durchläuft zunächst eine Bewährungsphase. Oh. Wir müssen jedes Gefecht gewinnen oder sie überrennen uns. Ich bin mir sicher, dass Ihnen das bewusst ist. Andernfalls wären Sie wohl kaum hier. Lassen Sie uns loslegen. Noch irgendwelche Fragen? Das klingt deutlich sympathischer als die Terraner. Die Terraner meinten einfach, wir brauchen jeden Piloten und ihr geht sofort los und tötet alles, was ihr sehen könnt. Egal, was passiert. Ja, also hoffentlich kriegen wir jetzt auch Missionen, die uns nicht so weit in feindes Gebiet schickt. Der Umfang der Aufgaben ist vielfältig und reicht von Kampfeinsätzen bis zu Konstruktionsarbeit. Je nach Situation werden Sie aus einer Reihe von Aufgaben wählen können. Sie werden nach Beendigung jeder zugewiesenen Aufgabe bezahlt. Ein Bonus kann ebenfalls gewährt werden. Okay, fang an. Hervorragend. Ab jetzt finden Sie Aufgaben zu den Xenon in Ihrem Missionsmenü. Dankeschön. Also, terranische Kriegsführung gegen Xenon haben wir jetzt und argonische Kriegsführung gegen Xenon. Es gab auch noch ein Angebot, dass wir... Genau, gegen den Heiligen Orden vorgehen sollen. Der Heilige Orden, eine abgespaltete Fraktion der Paranidischen Imperiums, attackiert andauernd unsere Grenzen und die unserer Alliierten. Diese Ketzer, wie sie vom Gottesreich von Paranid genannt werden, werden von allen Seiten zurückgedrängt und haben keine erwähnenswerten Verbündeten. Also, ein gutes Kriegsziel. Wir suchen nach vertrauten Alliierten der Argonischen Föderation, die uns dabei helfen, den Orden in Schach zu halten. Das sind der Heilige Orden. Kleinen Moment. Fraktion. Heiliger Orden. Ordensakolyt. Nee, gegen Piraten, Karg und Xenon vorgehen ist, glaube ich, erstmal okay. So, was für Missionen haben wir denn da? Einfach. Xenon Stationsscan. Modul-Tiefenscan, erforderliche Satelliten platzieren. Klingt in Flotte zusammenstellen? Bau einer Militärbasis? Mehrere Teile für Außen. Schiffswert plus 50%. Okay, das heißt, wir würden hier eine. Wir würden Schiffe bauen und dann denen geben. Sowas ähnliches hatte ich schon mal für Händler gemacht. Das ist sehr profitabel. Stationswert plus 50%. Wir haben selber noch nicht eine Station gebaut. Das ist. Ja, sollte ich mich aber wahrscheinlich mal ranwagen. Ich kann mir gut vorstellen, dass eine Station mehr Profit abwirft, wenn sie dann endlich gut läuft, als so ein Miner oder Harvester. Ja, schön. Boso. Boso. Dahin. Erreiche System. Profitabler Handel. Hi. Hallo auch. Sie wollten mit mir über etwas reden. Sie werden feststellen, dass ein neues Forschungsobjekt verfügbar ist. Na Gott. Angesichts der Erkenntnisse aus unserer Teleportationsforschung glaube ich, dass wir es im großen Stil anwenden können. Dieses Experiment führt zur Verlagerung dieser Station an eine andere Position innerhalb dieses Sektors. Was? Sei denn natürlich, wir stoßen auf irgendein fatales Problem. Innerhalb dieses Sektors? Warum sollte ich innerhalb dieses... Zeig mir die Forschung. Die beiden habe ich jetzt auch abgeschlossen. Massereiche Teleportation. 10.000 Elektrokomponenten, 5.000 Feldspulen, 1.000 Medium, 8.000 das. Okay, also haben wir wohl noch einen Zwischenschritt. Das heißt, wir machen jetzt erstmal das hier, dass wir innerhalb von dem Sektor teleportieren können und danach dann nochmal... Okay, also das braucht noch sehr viele Ressourcen. Ist nicht schlimm. Ich habe mir die Karte jetzt hier näher angeguckt. Wir sind hier an einer echt guten Position, wenn wir das Ding weiter ausbauen. Innerhalb von 3 Sprüngen haben wir alle Fraktionen abgedeckt, plus Highway und überhaupt. Also, es könnte Sinn machen, hier quasi eigentlich auch hocken zu bleiben. Aber, ja. Gut, also, kein Teleportieren, dementsprechend noch keine Bar, kein Gebiet annektieren. Ich denke, das ist aber auch ganz gut. Zerstörer sollte schon da sein.
Ich denke, nächster Schritt wäre dann jetzt mal mit den Stationen zu experimentieren. Eine Station. Hier sind überall schon Sonnenkraftwerke. Was mich wundert, dass in Merkur nur ein einziges Sonnenkraftwerk steht. Wir können gar nicht einfach so eine Station bauen. Dafür müssten wir ja erst zu der Abgeordneten. Die war hier. Dann probiere ich mal was aus. Ich springe jetzt zu unseren Miner. Erreiche System, Segaris. Boah, ist das eng hier. Was zur Kopis, Hölle ist Mineralien. das für ein Ding? Hi. Darfst du ruhig sitzen bleiben? Ich weiß, du bist normalerweise hier am Minern, aber jetzt dockst du bitte mal da an. Dadurch bekommt er jetzt den temporären. Ne, das da muss warten. Gescheitert. Genau. Du bekommst jetzt den Auftrag, da zu docken. Dann können wir die Blueprints kaufen. Und danach sollte er resetten zu seinem Standardjob. Oh Gott, bist du träge. Naja, das ist meine halt, ne? Ja, gut. Währenddessen schaue ich, was wir machen. Also, Merkur wäre halt sehr naheliegend für Energiezellen. Ob wir es dann verkauft bekommen innerhalb von 3 Zellen, ist eine andere Frage. Was wir sonst noch machen könnten, wäre zum Beispiel im Asteroidengürtel, wo ja doch recht viel Erz und andere Ressourcen sind, eigentlich so gut wie alles an Ressourcen, nur halt wenig Licht, dass wir hier Erz- und Siliziumverarbeitung machen. Und das dann verkaufen. Energiezellen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt eine Basis hier hinstellen sollen, die Energiezellen produziert, nur um sie dann nach da hinten zu bringen. Wie funktioniert das jetzt? Also, Bauplatz. Wir hätten gerne. Erstelle neuen Bauplan. Einfach möglichst nah am Tor. Oh, das wird ein teuer. Okay. So. Okay. Dann bauen ohne Genehmigung wird von lokalen Behörden als feindliche Handlung gesehen. Erwerbe Baugenehmigung 64.000. Bam. Weiter. So. Dann hätten wir gerne Dockmodule. Ein ordentlich terranisches Luxusmodell-Gedöns. Da. Dann ein Kreuz. Brauchen wir eigentlich nicht wirklich, ne? Also an das Ding hier. Warum kann ich ihn nicht bewegen? Man dockt ja hier von den Seiten aus schräg rein. Das heißt, wir können das hier jetzt einfach nutzen. Das heißt, wir setzen drunter Lagermodule für Container. Ein, zwei. Wir bräuchten eigentlich größere Container. Ja, nee, 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 warte. Entfernen. Entfernen. Wir kaufen gleich Medium oder Groß. Damit der Puffer da ein bisschen größer ist. Dann mach du jetzt schon mal Solarzellen. Einmal, zweimal. Hallo? Warum dockst du nicht komplett automatisch an?
Geht das nicht wegen dem... Erwarte Befehle. Docken? Hier geht's. Okay. 3, 4, so. Das reicht doch erstmal. Ich will nur, dass es jetzt schon mal ein paar Sachen hier gebaut werden. Während wir am Rumtüfteln sind wegen Blueprints und ähnliches. Also, wir übernehmen diese Änderung. Wir hätten gerne ein Konstruktionsschiff. Ist hier überhaupt irgendwas in der Nähe? Ich habe hier auch keine ordentliche Satellitenabdeckung. Das wird dann eins meiner nächsten Dinger sein. Überall keine Satelliten. Eieieiei. Also, terranischer Raum ist nicht abgedeckt, oder? Achso, doch, ist es. Man sieht die Satelliten hier noch nicht. Ja, das ist super. Hi, du. Bisschen weit weg. Da, wo es hell ist, haben wir Abdeckung. Da ist nichts. Hier ist nichts. Das ist schon wieder zu weit. Nö, der da unten scheint okay zu sein. Wo war jetzt? Hier. Du wähle. Dann verwalte Geld, Schätzwert akzeptieren. Schließen. Heißt, wir haben jetzt die Merkurfabrik. Die wird umbenannt in Merkur Energy Cells. So. Das läuft hoffentlich. Warte, wir haben gar nicht. Wie machen wir das jetzt? Das ist mir vorher auch schon aufgefallen. Wir haben gar keine Verteidigungstürme oder sowas darauf gesetzt, ne? Wie funktioniert das? Leichte Standard bla Benutzer definiert. Wie Benutzer definiere ich dich? Kopiere Modul, Sequenz entfernen, Rotation rücksetzen. Erwarte Befehle. Ja, also ich mache mir halt ein bisschen Sorgen, dass das Ding komplett ungeschützt ist. Aber es ist so weit im terranischen Raum, sollte es eigentlich okay sein. Ja, geht. Okay. Bau das Ding. Wir sind scheinbar gedockt. Ich wusel durch dieses komische Ding hier mal durch. Und du kannst jetzt abhauen. Das ist meiner S2 Verhalten. Ich warte darauf, dass sie mir sagen, abzudocken. Du darfst abdocken. Sollte jetzt okay sein? Ich warte darauf, dass sie mir sagen, abzudocken. Verstehe ihn nicht ganz, aber er macht schon. Ich gehe weg, du tust, was du für richtig hältst. Und wir gehen jetzt runter zur Abgeordneten, die hoffentlich auch hier auf der Station ist und ich habe mich nicht irgendwie verfahren. Ja. Dann sind wir jetzt gleich völlig schockiert darüber, wie teuer die ganzen Sachen sind. Kann ich jetzt schon sagen. Hi. Ich hätte gerne... Also wir haben jetzt 7 Millionen. Ich hätte gerne... Terranische Schildgeneratoren. Also ich glaube, die... Ich kaufe die mal... Damit wir das eventuell auf die Station raufbappen können. X, ey. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Station M, S oder M benutzen oder noch größere. Ich denke, noch größere. Geschütztürme. Sehe ich hier nur M. Boah, die Preise. Schrotttraktor. Der Schrotttraktor setzt ein Bündel von Gravitationsstrahlen ein, um ein Objekt an ein Schleppschiff zu binden. Cool. So, Module.
Lagermodule. Das geht. 1 Million. Ich nehme mal den Medium-Container und guck mal, wie viele Ressourcen der so braucht. Weil wir eigentlich alles drei bräuchten. Ich will nicht so viel Geld dreimal ausgeben. Dann Baumodule. Sind die, ja, das sind die Schiffsproduktionen. Das wird viel zu teuer. Produktionsmodule. Ich hätte gerne terranische Energiezellen. Haben wir Silikon-Carbid-Produktion? Ist das die Silikonumwandlung? Ich sehe hier auch nichts für Erze. Hast du nicht alle Lizenzen vielleicht? Wir müssen vielleicht echt zu den richtigen Terranern. Proteinpaste. Notrationsproduktion, medizinische Informationen. Nee. Also ich informiere mich jetzt erstmal, bitte, was die Silikon-Kabit-Geschichte angeht. Ich kaufe jetzt das Medium-Ding. So. Machen Sie es gut. Dann Enzyklopädie, Stationsmodule, Produktionsmodule, Silikonkarbid. Silikonkarbid stellt her, Silikonkarbid braucht Energiezellen, kein Problem, und 2 Metallmikrogitter. Okay, Metallmikrogitter haben wir hier nicht. Dafür müssen wir noch ein bisschen mehr rumfliegen und die ganzen terranischen Stationen mal scannen. Das ist unsere Station selber. Notration braucht Proteinpaste. Wenn wir Proteinpaste kaufen würden und danach die terranische Notration, hätten wir zusammen mit den Solarzellen alles, was wir brauchen für Essen. Essen klingt wichtig. Ja. Ich kauf mal die beiden. Ups. Machen Sie es gut. Ich kauf mal Blaupause, Modul, Produktionsmodule. Notration, Produktion. Boah, das ist teuer. Ja, trotzdem, mach. Gut. Und Lagermodule. Das kostet die Welt. Autsch. Ja, bestätigen. Machen Sie es gut. Okay, jetzt zur Station. Hi. So, Proteinpaste und so weiter. Ich weiß nicht, ob wir das hier mit ranpappen sollten. Oder ob wir das lieber alles in Venus oder dem Asteroidengürtel produzieren und hier wirklich nur Energiezellen machen. Ich mache erstmal nur Energiezellen, das muss ja eh alles hier auch gebaut werden. So, Lagermodule. Wie krass unterschiedlich. Also optisch wirkt es nicht so viel. Ah. Es geht. Wie viel mehr Ressourcen brauchst du? Das, also erst mal bestätigen. 500.000 kostet das. Enzyklopädie. Lagerkapazität 100.000 für S. 500.000 für M und 1 Million für L. 16 Geschütztürme, 8 Schildgeneratoren. Ja, die sehe ich ja nicht wirklich hierbei. Hier steht eine Voreinstellung für alle Lehren. Wenn ich jetzt leicht mache, dann springt das hier nicht hoch. Aber das können wir auch nachträglich noch machen. Nö.
Na gut, wir haben jetzt 4 Energiezellenproduktionseinheiten. Wir haben ein richtig großes Lager. Wir haben einen normalen Dock. Da können jetzt keine großen Schiffe andocken. Das müssen wir dann später noch gucken. Wir müssten auch bei unserem HQ vielleicht mal ein großes Dock ranbacken, wenn es dann soweit ist. Ja, 1,6 Millionen. Das ist okay. Wir können, wo wir gerade dabei sind, bei unserer Basis auch mal. Du bist Feststofflager. Wir nehmen jetzt das Containerlager, das große. Und button das hier. Oh, sieht doof aus. Bappen das hier oben drauf. Dann bappen wir den großen Container hier drauf, den großen Feststoff darauf, den großen Flüssigkeit da drauf. Und danach nehmen wir die unteren weg und können dann unten noch so einen dahin bauen. Und das sollte dann wahrscheinlich reichen. Ja. Was kostet die Welt? Die Welt kostet. Ja, 450.000 kostet das Ding nur selbst. Drüben waren es 500.000, wahrscheinlich weil die Ressourcen da anders kosten. Konstruktionsschiff zuweisen. Dich wähle. Alles gut. Schließen. Ja, jetzt heißt es warten. Und hoffen, dass die Geschichte da an Merkur nicht abgeschossen wird. Ich werde jetzt mich informieren, wie ich an die Station selber die Türme und die Schildgeneratoren ranbappe, weil ich glaube, unsere Basis selber hat auch noch gar keinen. Genau, wir haben keine Schilde. Wir haben nur sehr, sehr viel Hülle. Das klingt nicht gut. Das sind nur unsere Händler, die dafür arbeiten. Nee. Das wird hier irgendwo sein. Aber gut, das tüftel ich dann raus. Die Proteinpaste und die Notrationsgeschichte, die würde ich dann halt eher. Also hier oben machen wir die Energiezellen. 1, 2, 3, hier Asteroidengürtel. Und da eh fast alles reinbauen, weil wir hier auch die ganz anderen Ressourcen haben. Also hier werden sehr viele Stationen kommen. Und dann haben wir 1, 2, 3 Sprünge, den gesamten Antigone-Raum und zweiter Kontakt. Wir werden später wahrscheinlich auch hoffentlich mehr als nur 3 Sprünge haben. Und dann hier Richtung Uranus und später halt noch Erde. Bin auf die Erde gespannt. Auch wie groß der Absatzmarkt da ist von unserer ganzen Sachen. Aber wahrscheinlich groß, hoffentlich. Sollten ja doch ein paar Terraner leben. Ja. Ja, das sind jetzt die Pläne. Gucken, was alles so passt. Während ich die Bauten mache und recherchiere, könnte ich noch mit meinen Katanas ein bisschen rumheizen und Missionen machen. Und auch gucken, ob wir diese agonischen Kriegsmissionen jetzt ein bisschen besser hinkriegen. Ja, Story-Missionen schiebe ich noch ein kleines bisschen vor mir her. Demnächst. Frage ist ja nur was. Das ist das Teleportieren. Das ist einfach nur Zeit. Dann haben wir das mit den Datentresoren. Das könnten wir auch forcieren und mehr rumsuchen, aber es war auch nicht wirklich wichtig. Das hier ist die, die wir direkt im Anschluss bekommen haben, nachdem wir uns um die Station gekümmert haben und alles andere. Könnte man machen. Klingt auch eher wissenschaftlich. Sonst Hatikva. Klingt sehr interessant, wegen diesem Einfallgebiet und dem stiller Zeuge, dass wir mit denen auch gut stehen, wenn wir es dann später übernehmen. Nicht, dass sie uns deswegen irgendwie nicht mögen. Für die gibt es definitiv auch eine Questline, aber dafür müssen wir auch in deren Nähe sein. Da kann ich mir aber sehr gut vorstellen, dass es eine kampflastige wird. Na gut, ich mache mir eine Arbeit. Wir sehen uns wieder, wenn die Stationen fertig sind, Geld ordentlich sprießt, ich dann vielleicht auch noch ein paar mehr von den Blaupausen gekauft habe, also Flüssigkeit und Feststoffe in groß. Das sind nochmal jeweils 1 Million. Ja, das müsste es sein.
Goodie, dann bis gleich.